ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Julia Nihari-Kazen. Herzlich willkommen zu den Tagesthemen und wie schön, dass Sie zu später Stunde bei uns sind. Tja, schönen guten Abend auch von mir. Für die jüngeren Generationen von Politikern und auch für die jüngeren Generationen von politischen Journalisten gab es mindestens einen, der immer schon da war, den Erwachsenen im Raum, wie mal jemand sagte, über Wolfgang Schäuble. Und auch er selbst hat mal geschildert, wie es ist, immer der Erfahrene zu sein, fast jede Debatte schon geführt, viele Probleme schon angepackt zu haben, um jetzt den Jüngeren dabei zuzusehen, wie sie immer aufs Neue anpacken und diskutieren. Niemand hat länger im Bundestag gesessen als er, der anderen und sich selbst stets viel zugemutet hat. Und nicht erst jetzt mehren sich die Stimmen, die ihn für einen der, vielleicht sogar den wichtigsten deutschen Politiker der vergangenen Jahrzehnte halten. Wolfgang Schäuble ist gestern Abend mit 81 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Paul Jens. Über ein Jahr sind diese Bilder alt. Wolfgang Schäuble zum Anlass seines 50-jährigen Jubiläums als Bundestagsabgeordneter im Gespräch mit Ingo Zamperoni. Politik war ja für mich immer Leidenschaft. Und nicht ein Job, sonst hätte man es nicht so lange mit aller Kraft meistern können. Am Anfang der Karriere ein steiler Aufstieg. 1972 mit 30 Jahren bereits Abgeordneter, mit 42 Jahren Minister im Kabinett Kohl. Schnell wurde er dessen engster Vertrauter. 1990 handelte er die Staatsverträge zur deutschen Einheit mit aus, gilt als ihr Architekt. Die Stunde während der Unterzeichnung und danach gehört zu den Höhepunkten in meinem politischen Leben. Wenige Wochen später der Tiefpunkt. Das Attentat eines geistig Verwirrten bei einer Wahlkampfveranstaltung. Schäuble überlebte knapp, kämpfte sich mit eiserner Disziplin zurück ins Leben. Ich bin auch dadurch, dass ich querschnittsgelähmt bin, kein besserer Mensch geworden, leider. Aber ein schlechterer auch nicht unbedingt. Nach der verlorenen Bundestagswahl 1998 wurde er CDU-Vorsitzender, blieb Chef der Unionsfraktion. In der Spendenaffäre verstrickte er sich wegen der Barspende des Waffenhändlers Schreiber in Widersprüche, trat zurück und brach tief enttäuscht mit Helmut Kohl. Von Angela Merkel, die ihn heute als ihrem politischen Lehrmeister würdigte, ließ er sich ab 2005 wieder in die Pflicht nehmen, wurde zunächst Innen-, dann Finanzminister. Wolfgang Schäuble hatte die Fähigkeit, weit über den Tag hinaus große politische Entwicklungen zu erkennen und zu gestalten. Ich trauere um einen Politiker, der unser Land in vielfältiger Weise geprägt hat. In der Euro-Krise befürwortete er einen Austritt des überschuldeten Griechenlands aus dem Euroraum, konnte sich damit aber gegen die Kanzlerin nicht durchsetzen. Als Bundestagspräsident warnte Wolfgang Schäuble vor dem Aufstieg von Populisten. Heute würdigte ihn auch der Bundespräsident. Ein halbes Jahrhundert stellte er sich in den Dienst des deutschen Volkes. Wer Wolfgang Schäuble begegnete, dem begegnete der geborene Homo Politicus, der über alle Parteigrenzen hinweg größten Respekt genoss. Zuletzt war es ruhig geworden um den dienstältesten Abgeordneten der deutschen Parlamentsgeschichte. Als Ratgeber aber blieb Wolfgang Schäuble gefragt und geschätzt. Die deutsche Einheit, die Freundschaft mit Frankreich, die europäische Politik insgesamt tragen seine Handschrift. Ich persönlich verliere mit Wolfgang Schäuble den engsten Freund und Ratgeber, den ich in der Politik jemals hatte. An Heiligabend, zwei Tage vor seinem Tod, verabschiedete sich Schäuble noch von seinem langjährigen Freund und Pfarrer Dietmar Gasse. Dass er klug war, so, das sind andere auch. Und dass er ein großer Politiker war, sind andere auch. Aber ich finde, er hatte eine Großzügigkeit und ein Verständnis für andere Menschen. Das hat ihn für mich letzten Endes ausgemacht. Ein Leben für die Politik, für die Demokratie. Wolfgang Schäuble war mehr als ein halbes Jahrhundert lang Abgeordneter des Bundestags. Einer, der ihn schon seit den ersten Jahren seiner Zeit als Parlamentarier kannte, ist der frühere SPD-Vorsitzende Franz Müntefering. Mit ihm konnte ich am Abend sprechen. Guten Abend, Herr Müntefering. Schönen guten Abend.
Sie kennen Wolfgang Schäuble länger als die meisten von uns. Sie waren beide schon Mitte der 70er Jahre junge Bundestagsabgeordnete. Wie haben Sie Wolfgang Schäuble zu Beginn seiner Karriere in Erinnerung? Ich bin 3 Jahre nach ihm in den Bundestag gekommen, er 1972 mit der Wahl, ich 1975 nachgerückt. Aber damals war nach 3 Jahren Schäuble im Bundestag schon klar, wenn er redet, geht man lieber dahin und hört sich das an. Weil er redet gut und man kriegt viel mit und es gibt spannende Diskussionen. Und deshalb, wenn Wolfgang Schäuble sprach, war ich immer da. Er galt als guter Redner. Und Sie sind einiger der wenigen, die Wolfgang Schäuble auch geduzt hat. Sie haben zusammen in der Fußballmannschaft des Bundestags gespielt. Hier ist auch ein Foto aus den frühen 80er Jahren, das Sie beide zusammen auf dem Platz zeigt. Wolfgang Schäuble hat Sie mal in einem Interview als Arbeiter auf dem Fußballplatz wie in der Politik beschrieben. Was ist er denn für Sie gewesen? Der Meister der Flanken vielleicht? Naja, schon ein bisschen richtig. Ja, er spielte rechts außen, ich linke Verteidiger. Das ergab sich aber auch so aus der politischen Konstellation. Also er war ein guter Leichtathlet. Man musste den Ball weit nach vorne schießen. Dann lief er sich den Ball und konnte damit dann auch was machen. Und diese Fußballtruppe hat sich natürlich auch geduzt. Und man hat ein bisschen auch die Menschen kennengelernt, die darin steckten. Ja. Was von dem, was er auf dem Platz konnte, was dort seine Qualitäten waren, konnte er auch in die Politik tragen, aus Ihrer Sicht? Kluger, intelligenter Mann, konsequent. Wolfgang Schäuble war Demokrat, ganz klar. Ein Konservativer auch ganz klar. Und das machte er auch deutlich mit allem, was ihm zur Verfügung stand dafür. Aber solche Leute brauchen wir, das wissen wir. Und da ist auch die politische Gegnerschaft keine Feindschaft. Es ist eine Gegnerschaft. Wir sind keine Freunde, wir sind keine Kumpel, aber wir achten einander. So sind wir uns immer begegnet und wussten voneinander, dass wir uns verlassen können, was die zentralen demokratischen Fragen angeht. Wolfgang Schäuble hat vieles erlebt und vieles erreicht. Er gilt als Architekt der deutschen Einheit, hat die berühmte Berlin-Rede 1991 gehalten, in der er die Abgeordneten davon überzeugte, dass Berlin der Parlamentssitz für das wiedervereinigte Deutschland sein muss. Was ist für Sie das größte politische Vermächtnis von Wolfgang Schäuble? Ja, ich habe diese Rede vom 20.06. auch sehr gut in Erinnerung dabei. Und ein ganz zentraler Satz bei ihm war, wir müssen die Abgeordneten aller Menschen in diesem Lande sein, in ganz Deutschland sein. Und er hat gesagt, und das ist auch im Moment, was selten angesprochen wird bei ihm, aber was ganz wichtig ist, das ist wichtig für Europa. Berlin und Europa gehören zusammen. Und deshalb, ich glaube, er hat an dem Tag, am 20.06., wesentlich dazu beigetragen, es war ja eine knappe Entscheidung, er hat wesentlich dazu beigetragen, dass sie für Berlin lief. Aber Herr Müntefering, er ist nie Bundeskanzler geworden, er ist nie Bundespräsident geworden. Wie hat er das geschafft, immer wieder mit solchen Niederlagen und Enttäuschungen, manchmal sogar Demütigungen umzugehen? Naja, das ist nicht immer leicht auszuhalten, sowas in der Politik oder auch im Leben, aber er hat natürlich großen Einfluss gehabt. Er war Chef des Kanzleramtes, er war Innenminister, er war Finanzminister, er hat die Fraktion geführt, er hat den Bundestag geleitet. Also er war schon an sehr vielen Stellen aktiv dabei. Dass welche ihm verweigert haben, dass er auch noch andere Jobs kriegen sollte, das war so. Da war er sicher nicht glücklich drüber, aber das haben alle gewusst. Der hätte alles gekonnt, das war ganz klar. Ist es vielleicht seine größte Qualität, die Wirklichkeit anzuerkennen und anzuerkennen, was nicht sein wird? Das ist so in der Demokratie, da zählen dann die Mehrheiten, da werden die Stimmen zusammengezählt. Und wenn er nicht Kanzler wurde und wenn er nicht Bundespräsident wurde, dann hat er in anderen Funktionen gearbeitet, aber immer als sehr konzentrierter und sehr festgelegter, konservativer Politiker, aber Demokrat. Und deshalb, wir brauchen Leute wie Schäuble gerade in dieser Zeit, in der wir im Augenblick sind, ganz dringend. Ich glaube, die, gerade der konservative Teil in der Bevölkerung muss sehr mithelfen dabei, dass wir dieses gut überstehen, dass diese 20er Jahre für Deutschland besser werden als sie im vergangenen Jahrhundert. Was werden Sie an Wolfgang Schäuble vermissen? Er
war nicht ganz schnell mit seinem Wort. Wenn er aber etwas sagte, dann war man gut beraten, sich das genau zu überlegen und auch genau zur Kenntnis zu nehmen, was er damit meinte. Man konnte aber auch in gleicher Direktheit und Massivität ihm Wahrheiten sagen, die man für unvermeidlich hielt. Vielen Dank für dieses Gespräch und vielen Dank für Ihre Zeit, Franz Müntefering. Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Auch wenn den Böden das große Nass grundsätzlich guttun mag, die Wassermassen haben vielen Menschen in gleich mehreren Bundesländern, wie hier in Niedersachsen, aber auch in Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen oder Sachsen-Anhalt, Weihnachten ruiniert. Hunderte Familien mussten ihre Häuser verlassen. Und auch wenn zum Glück das Hochwasser bislang bei weitem nicht die Ausmaße der Ahrtal-Katastrophe erreicht hat, auch wenn sich die Lage an vielen Orten momentan sogar etwas beruhigt, es kann doch noch nicht Entwarnung gegeben werden. Bis zum Jahreswechsel zieht ein neues Tiefdruckgebiet heran und so setzt die Situation sowohl Anwohner als auch Helfer weiter unter Druck. Sophie Mühlmann. Sie haben das Nötigste zusammengepackt. Zu Hause kann die Familie Garrels aus dem Bremer Ortsteil Borgstedt jetzt nicht mehr bleiben. Seit gestern steigt das Wasser in ihrer Straße immer höher. Und dann kam der Anruf, ihr müsst die Autos wegfahren. Und dann bin ich schon so tief ungefähr durchs Wasser. Und dann haben wir noch versucht, so ein paar Geräte und so aus dem Keller zu holen. Und dann ging es so bis oberhalb Hüfte. Und dann hat der Sicherungskasten gequalmt und dann haben die Strom ausgestellt. Sodass wir jetzt seit gestern 16 Uhr ohne Elektrizität sind sozusagen. Rund um Bremen herrscht seit Tagen Landunter. Aufgeweichte Deiche an Weser, Wümme und Wörpe müssen stabilisiert werden. In der Gemeinde Lilienthal melden die Behörden am frühen Abend einen Deichriss. Schon seit dem Morgen packen hier viele Freiwillige mit an. Ich habe Nachbarn oder Anwohner, die direkt am Deich wohnen. Und da hilft jeder jedem. Einer öffnet so ein bisschen die Säcke, einer hält auf, einer befüllt, einer knotet zu. Hab gedacht, ich helfe jetzt hier noch mit, so viel es geht, damit wir nicht alle nach Hause schwimmen müssen. Von allen Bundesländern ist Niedersachsen am stärksten vom Hochwasser betroffen. Das Wasser fließt von Südwesten nach Nordosten, aus dem Harz in Richtung Nordsee, von höheren Lagen in die tieferen. Die Folge, alle Pegel auf Höchststufe 3, alle Flüsse übergelaufen. Das heißt, das ganze Land ist unter Wasser nahezu, wassergesättigte Böden, viele kleinere Stellen auch, wo wir einfach Hochwasserdämme haben, die aufweichen. Tatsächlich ist die Lage im ganzen Land angespannt. Wie in Sarstedt im Landkreis Hildesheim heute Mittag. Hier fließen die Flüsse Innerste und Leine zusammen, das Dorf Rute, eine Insel inmitten von überfluteten Feldern und Straßen. Und es ist noch nicht vorbei, warnt die Feuerwehr. Über 100.000 Frauen und Männer bleiben im Einsatz. Unser Fokus liegt tatsächlich auf das kommende Wochenende. Und wir hoffen, dass die Niederschlagsmengen nicht in dem Bereich sind, dass wir noch einen weiteren Anstieg der Pegel hätten. Die Familie Garrels aus Borgstedt nimmt es pragmatisch. Also der erste Stock ist noch trocken. Und nützt ja nichts. Dachboden haben wir auch noch. Ja, also es nützt nichts. Das ist das Motto. Ja. Bis auf Weiteres schlüpfen sie nun erstmal bei Freunden und Verwandten unter. Blicken wir jetzt nach Mittelamerika, wo sich derzeit wieder etwa 6.000 Menschen auf den Weg gemacht haben, um durch Mexiko gehend die USA zu erreichen. Heute reiste US-Außenminister Blinken nach Mexiko, um mit dem mexikanischen Präsidenten darüber zu sprechen, wie die Zahl der Migranten mit dem Ziel USA zu verringern wäre. Es sei auch darum gegangen, wie ärmeren Ländern zu helfen sei, denn Armut ist meist der Grund für die Flucht. So auch in Venezuela, wo in den vergangenen Jahren mehr als 7 Millionen Menschen ihr Heimatland verlassen haben. Doch manche von ihnen entscheiden sich dann doch, in Südamerika zu bleiben, in Ecuador beispielsweise. Und sie schaffen es, sich dort ein neues Leben aufzubauen. Marie-Christine Böse. Alicia ist ein lustiger Mensch, doch sie wird ernst, wenn sie von ihrer Anfangszeit spricht in Ecuador. Alicia flüchtete aus Venezuela hierher. Inzwischen kann sie sich immer Essen leisten, sie hat einen festen Job. Bis dahin musste sie aber kämpfen. Es war hier echt schwierig. Wir hatten zeitweise nur Geld für ein einziges Brot am Tag. Dann wurde uns das Wasser abgestellt, also mussten wir uns mit eiskaltem Wasser aus dem Park waschen. Eigentlich träumte Alicia von Kanada. In Quito, Ecuador, blieb sie dann hängen.
Auch weil sie Arbeit fand bei einer großen Versicherung. Davor war ihre Herkunft manchmal ein Hindernis. Ein Arbeitgeber fragte, wieso soll ich dir den Posten geben, du bist Venezolanerin. Überzeuge mich. Ich dachte, was ist denn mit all meinen Zeugnissen? Da habe ich gemerkt, dass ich ein Problem habe. Denn Ecuador ist ein hartes Pflaster. Mehr als die Hälfte hier arbeitet, ohne Vertrag und Absicherung. Um feste Jobs konkurrieren Einheimische und Migranten. Manchmal werden Venezolaner als Bettler beschimpft, sagt Alicia. Immer wieder bevorzugten Firmen Einheimische. Das aber ändert sich. Ecuador laufen die Fachkräfte weg. Drogenkrieg und Gewalt treiben Tausende aus dem Land. Die Firmen denken um und die UN zeichnen das aus. Ein UN-Siegel schmückt in Alicias Firma die Chefetage. Auszeichnung als inklusive Firma für Flüchtlinge. 2% der Belegschaft sind Migranten. Hier will man den Kulturwandel und man will Fachkräfte. Wir haben hier in der Firma Migranten in hohen Posten. Das heißt, wir konnten das ausländische Talent sehr gut nutzen. Und wer als Geflüchteter hier eine Chance bekommt, will gar nicht weiterziehen Richtung USA. Regionale Lösungen finden, das ist das Ziel der UN. Das Siegel spornt die Firmen an. Im ersten Jahr machten 60 mit, im zweiten 120. Alle müssen Kriterien erfüllen, etwa Jobs, Praktika oder Fortbildungen bieten. Die meisten geflüchteten Venezolaner bleiben ja in Lateinamerika. Also müssen wir auch hier Lösungen finden. Und eine davon ist eben, Arbeitsplätze zu bieten. Freddy bekam den Job sogar, weil er Venezolaner ist. Als Küchenchef formt er Arepas, Maisfladen aus seiner Heimat. Vorher haben mir manche Arbeitgeber gesagt, keine Ausländer, nur Einheimische. Sein aktueller Chef kam selbst aus Venezuela. Fast das gesamte Team besteht aus Migranten. Dixon Gutierrez will ihnen auf die Beine helfen. Natürlich wurde er auch schon ausgezeichnet. Von der UN-Initiative profitierten dieses Jahr fast 4.700 Menschen. Unser Beitrag ist, den Leuten einen ersten Job zu geben, damit sie das in ihrem Lebenslauf haben und darauf aufbauen können. Die meisten bleiben ja nicht für immer bei uns, aber wir können sie anfangs unterstützen. Alicia hat ihre Eltern erst mal nachgeholt. Mit ihrem Job finanziert sie die Familie. Von Kanada träume sie zwar noch, doch ihre Zukunft sieht sie erst mal in Ecuador. Und weitere Nachrichten vom Tage hat jetzt Julia. Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik bleiben viele Arztpraxen zwischen den Feiertagen geschlossen. Die Mediziner protestieren damit gegen eine aus ihrer Sicht zunehmende Belastung durch überbordende Bürokratie. Außerdem sollen Ärzte von Montag an weniger Geld für Neupatienten erhalten. Der Virchow-Bund warnt vor einer dauerhaften Unterversorgung der Patienten. Krankenkassen und Patientenschützer kritisieren den Streik in einer Zeit, in der es Rekordzahlen bei Atemwegserkrankungen gebe. Die New York Times verklagt die Softwareunternehmen Microsoft und OpenAI, weil diese Urheberrechte verletzt haben sollen. Es geht um das Angebot ChatGPT. Bei der Entwicklung des Chatbots seien journalistische Inhalte der Zeitung ohne ihre Zustimmung verwendet worden, erklärte eine Sprecherin der New York Times. ChatGPT nutzt künstliche Intelligenz, um Nutzerfragen zu beantworten. Davor wurde das Programm mit Millionen von Texten angelernt. Der langjährige EU-Kommissionspräsident Jacques Delors ist tot. Er starb heute im Alter von 98 Jahren in Paris. Der Franzose stand von 1985 an, ein Jahrzehnt an der Spitze der EU-Kommission. Dabei ebnete er den Weg zur gemeinsamen Währung Euro, half beim Aufbau eines grenzfreien Binnenmarktes und spielte auch bei der deutschen Einheit eine wichtige Rolle. Frankreichs Präsident Macron würdigte Delors als einen unermüdlichen Architekten Europas. Wenn man durch dieses Blätterdach in die Sonne blinzelt, könnte man sehr schnell auf die Idee kommen, alles zu tun, damit das Flair dieses Naturspiels noch lange erhalten bleibt. Man könnte auf die Straße gehen und gegen die demonstrieren, die die Umwelt zerstören. Doch bekanntlich ist das nicht jedermanns Sache. Manche kreisen theoretisch und auch praktisch eher um die eigene Zukunft als um die der Erde. Und falls dann die Klimaretter und die sich selbst Retter aufeinandertreffen, kann das ein prima Klimafilm werden mit dem Titel Black Friday for Future. Morgen kommt er in die Kinos
Und Benedikt Schipper hat ihn schon gesehen. Wir möchten euch wachrütteln und euch warnen. Dieser wahllose Konsum muss aufhören. Dies ist eine Maskerade, die unseren Planeten zerstört. Klimaschutz versus Konsumrausch. Ein Clash der Kulturen, wie gemacht für eine Komödie rund um das Politische und um allzu Menschliches. Man nimmt einen Spiegel, hält ihn den Zuschauern vor und sagt, lacht über euch selbst. Eine Komödie ist doch wie Wein. Er gibt den Geschmack, das Gefühl einer bestimmten Zeit wieder, die wir erleben. Insofern bin ich sicher, dass ein guter Sinn für Humor im Kino wirklich ein Schlüssel sein kann, um die Herzen des Publikums für ein Thema zu erreichen. Jeder denkt nur an sich, verdammt. Ich. Im Zentrum des Films Albert und Bruno. Zwei Verlierer des Kapitalismus. Kredit- und kaufsüchtig. Per Zufall geraten die beiden an eine Gruppe von Klimademonstranten und nutzen sie schamlos aus. Es gibt keinen fixen Preis. Okay. Du gibst, was du kannst. Irgendwas zwischen 0 und 5 Euro. Dann werde ich dir... Ich gebe dir 0. Vielen Dank. Okay. Bei Protestaktionen geht es für die beiden hochverschuldeten Albert und Bruno eher um Ökonomie als Ökologie. Sie wollen durch, 20 Mäuse. Hä? 20 Mäuse und sie dürfen durch. Lass ihn durch, deine Frau ist hochschwanger. Statt des Planeten rückt eine Person in den Fokus der Männer, die taffe Anführerin der Klimaschützer. Seitenhiebe auf privilegierte Berufsdemonstranten inklusive. Der Film, ein Versuch, gespaltene Gruppen der Gesellschaft wieder miteinander ins Gespräch zu bringen. Es ist so einfach, in der eigenen Blase zu verharren und zu glauben, man selbst hätte immer recht und die anderen lägen falsch, weil man ja gar nicht mehr mit Andersdenkenden sprechen muss. Wir haben den Film daher wirklich gedreht, um eine Debatte zu ermöglichen, um Menschen zu animieren, über diese Themen zu diskutieren. Black Friday for Future kratzt nur an der Oberfläche aktueller Konfliktlinien. Trotz Längen dennoch eine gelungene Komödie über Klima, Konsum und zweifelhafte Kritiker. Und wir schauen nach dem Hochwasser vorhin jetzt nochmal auf die Wasserstände. Sven, was kommt dann da von oben noch nach? Ja, Jesse, da kommt noch einiges nach. Das wird so bis Silvester in vielen Landesteilen noch mal zwischen 5 und 20 örtlich, aber auch mal bis 35 Liter auf den Quadratmeter gehen. Deswegen muss man die Pegel weiterhin beobachten. Die ganz großen Regenfälle, die wir zuletzt haben, sind erstmal vorbei. Und wir gucken an dieser Stelle mal ganz kurz noch mal auf die Situation, die sich aktuell darstellt. Also Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen, insbesondere Elbumfeld bei Dresden betroffen. Deswegen gucken wir da auch noch mal flott auf den Pegel der Elbe. Hier sieht man den Verlauf der letzten Tage, den Anstieg, Alarmstufe 3 jetzt ausgerufen. Das bedeutet, dass auch Gebäude und Infrastruktur betroffen sein können. Wir sind im Moment bei einem Pegel von 5,89 Meter, werden wahrscheinlich bis morgen, übermorgen noch knapp über diese 6-Meter-Marke. Das ist diese Alarmstufe 3 drüber kommen. Das ist ein hoher Pegel, aber ganz etwas anderes als die 9,40 Meter aus dem damaligen dramatischen Jahr 2002. Jetzt gucken wir auf die Entwicklung, was hier reinkommt. Das ist eine eher schwache Kaltfront, die bringt auch nicht besonders kalte Luft, es bleibt nämlich mild. Die Regenmengen sind auch nicht besonders groß, aber man sieht, wie sie sich morgen dann in den Süden begibt. Gerade in der Osthälfte gibt es, speziell Richtung Berlin und Brandenburg, ein paar Aufhellungen. Und im Norden sind weitere Schauer mit von der Partie. Die Temperaturen, das hat mit Dezember wenig zu tun. Für viele morgen früh 5 bis 10 Grad, nur im Süden unter klarem Himmel geht es mal in Richtung Gefrierpunkt, am Alpenrand auch ein bisschen runter bis minus 4. Morgen dann Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad, am leicht föhnigen Alpenrand sogar rauf bis 14. Und die nächsten beiden Tage sind sehr wechselhaft. Am Freitag im Süden ein bisschen freundlicher und am Sonnabend kommt dann von Norden etwas kühlere Luft. Dort, Jesse, um 7 Grad. Vielen lieben Dank, Sven. Und wir reden jetzt hier nicht weiter übers Wetter, sondern wir sind für heute fertig. Tja, und das erste erinnert mit einem ausführlichen Film gleich noch einmal an Wolfgang Schäuble. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Tschüss. Bis morgen. Tschüss.